Es ist Mittwoch, es ist Zeit für den dritten Teil der Ostalgie-Serie hier auf dem Kanal. Was ich heute für ein Bier habe, wo es herkommt, welche Geschichte sich dahinter verbirgt, all das verrate ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Wieder mal mit einem Bier aus den ostdeutschen Bundesländern. Und das war tatsächlich auch ein Bier, das hat mich sehr viel Energie gekostet, das zu bekommen. Aber es war auch immer wieder gewünscht. Und es gibt ja tatsächlich so Biere, wo ich mir dann denke, weiß der Teufel, wie ich das jetzt bekommen soll. Aber es gibt dann immer wieder hilfreiche Geister, die einem Tipps geben, wo man es dann doch bestellen kann, beziehungsweise die einem dann auch mal mit einem Gang zum lokalen Getränkehändler helfen. Und insofern ist es heute Zeit für das Freiberger Pilz, da vom Freiberger Brauhaus. Und das steht hier drauf, seit 1850 wird das gebraut. Allerdings die Biergeschichte in Freiberg, die ist schon viel, viel älter. 1227 wird erstmals ein Schrotamt in der Gegend erwähnt. Das ist so eine Art Bierbehörde. Und da muss es dann wohl auch eine Brauerei gegeben haben. 1266 hat Markgraf Heinrich der Erlauchte zum ersten Mal erlaubt, das Bier aus Freiberg in die Bergbaugebiete geliefert werden. Also es muss in Freiberg eine Brauerei gegeben haben. Und das ist auch der erste Hinweis übrigens auf eine Brauerei in Sachsen überhaupt von 1266. Das Bier muss relativ gut gewesen sein, beziehungsweise wollte man die Brauerei auch ein bisschen protegieren. 1300 hat man eine Bannmeile eingerichtet. Das bedeutete, um Freiberg durfte in einem Umkreis von 15 Kilometern nur Freiberger Bier ausgeschenkt werden. Heute würde man sagen, das ist wie so eine Art Monopol, was da geschaffen worden ist. Wäre wahrscheinlich nicht denkbar, aber damals hat man natürlich geschaut, wo die Steuern dann herkommen und wie man auch seine lokalen Unternehmen schützt. 1413, auch sehr bemerkenswert, ist 99 Jahre vor dem eigentlichen Reinheitsgebot auch ein Reinheitsgebot erlassen worden, dass eben nur Gerste in das Bier reinkommt und kein Hafer. Und man hat sich also offensichtlich da in Freiberg auch schon relativ früh mit der Qualität des Bieres auseinandergesetzt. 1438 gibt es auch Hinweise darauf, dass Freiberger Bier, möglicherweise noch nicht eben aus dieser Freiberger Brauerei, weil sie noch gar nicht so hieß, aber nach Breslau, nach Wien, nach Prag, wohlgemerkt nach Prag, verschifft worden ist. Also man ist da auch schon international in den Export gegangen. 1850 gibt es dann den Kommunenbrauhof zu Freiberg, die offensichtlich erste Freiberger Brauerei, die dann mit einer geraden Linie zugeht. Und da ist der Absatz dann wohl entsprechend auch nach oben gegangen. 1879 haben sie auch den Rang einer Stadtbrauerei bekommen. Das hat sich aber relativ schnell schon wieder geändert, als dann die erste Dampfmaschine 1884 gekommen ist und 1887 hat man doch relativ früh im Vergleich zu anderen Brauereien mit Flaschenabfüllung angefangen. Auch das wohl dem der Tatsache geschuldet, dass man da wohl technologisch immer weit vorne gewesen ist. Und es macht mir immer mehr Lust auf dieses Bier, zeigt aber, dass das einfach auch unglaublich viel Geschichte dahinter steckt. 1945 hat die Brauerei einen Bombenangriff. Also da ist ja nochmal gerade im Osten, wir erinnern uns an Dresden zum Beispiel, nochmal relativ viel bombardiert worden. Am 7. Oktober 1944 gab es wohl auch auf Freiberg einen sehr großen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Den hat die Brauerei zu 100% unbeschadet überstanden, konnte also weiter funktionieren und wurde dann 1948 nach dem Krieg von einer Aktiengesellschaft zum volkseigenen Betrieb, der VEB, war geboren. 1991 wurden dann Partner gesucht nach der Wende. Auch die Brauerei hat dann Partner im Westen gesucht und das war im Fall der Freiberger Brauerei die Eichbaumbrauerei zu Mannheim, die man dann gefunden hat und mit der im Partnerverbund gearbeitet hat. 1999, 150 Jahre Jubiläum hat man gefeiert und dann 2006 ist auch die Freiberger Brauerei zur Radeberger Gruppe und damit zu Dr. Oetker gekommen. Ja, das war es mal so im Schnelldurchgang, die Geschichte der Freiberger Brauerei. Ich war selber schon in Freiberg, eine wunderschöne Altstadt, war damals noch zu DDR-Zeiten, also auch schon eine ganze Weile her, dass ich da zum ersten Mal gewesen bin immer wieder hingekommen und die Stadt einfach wirklich ein sehr ruhiges, aber sehr schönes Fleckchen Erde in Ostdeutschland. Ein Kronkorken hier oben drauf
Und jetzt müssen wir noch technische Daten klären. Wir haben 4,9 Volumenprozent Alkohol, 11,6 Grad Plato, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Wasser und Hefe natürlich hier zum Einsatz gekommen. Und der Kronkorken ist weg. Das Pilz kann ins Glas. Und wir starten die Mittwochsverkostung und den dritten Teil eben der Ostalgie-Serie mal an. Und würde mich freuen, wenn ihr mal drunter schreibt, wie sich das Bier vielleicht in eurer Wahrnehmung verändert hat. Ist das besser geworden? Ist es schlechter geworden? Wir haben es zumindest hier zu tun mit einem, ja, etwas nicht ganz so kräftigen goldgelben Farbe. Anderthalb Finger breit eines mittel- bis feinporigen Schaums, der ja leidlich am Glas hängt. Ansonsten ungetrübt, aber auch keine Kohlensäure zu sehen. In der Nase. Ah, das ist ein schöner Mix aus so hellen Malzen, leicht brotigen Tönen, so ein bisschen frisch, grasig, nicht zu intensiv, aber das muss ja auch ein Pilz jetzt nicht zwingend sein. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers! Also, für einen Pilz ist das doch sehr auf der malzigen Seite. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man merkt das Malz. Es startet mit hellem Malz, so ein bisschen getreidig, weißbrotig. Und dann kommt der Hopfen leicht rein, schön grasig, ein bisschen Zitrus, vielleicht mit am Start, leichte Säure, die die Zitrusnote auch mitbringt. Aber ist doch schon eine deutliche malzige Süße da, die eben gegen diese im mittleren Bereich angesiedelte Bittere, ist jetzt gar nicht so schwach, sich quasi matcht. Es ist eben nicht so ganz so knackig, wie man manche andere Pilzbiere kennt. Eher so ein bisschen was für die, die es mit süßlicheren Malznoten mögen. Hat eine mittlere Würze, so einen leichten metallischen Unterton habe ich noch mit dabei. Aber insgesamt auch ein wirklich durchaus trinkbares Bier. Jetzt kein Ausbruch an Kreativität, aber finde, so auch gerade mit diesen etwas süßlicheren Noten, ist das doch ein sehr typischer gesamtdeutscher Pilzeindruck, den man hier hat. Sehr schlanker Körper, feinere, durchaus lebhafte Kohlensäure und eine glatte, ja, glatte Textur einfach. Die bittere, die nimmt im Nachtrunk ein bisschen zu. Es wird allerdings auch ein kleines bisschen süßer. Vom Körper her nimmt es noch mal ein bisschen ab. Es wird wieder deutlich dünner. Ich muss sagen, es verwässert sogar tatsächlich ein bisschen. Gerade ziemlich krass im Nachtrunk. Und dann springen so malzig, brotige, strohige Noten da hinten noch mit. Ja, ein durchschnittliches, aber ordentliches Pilsner, das Freiberger Pilz vom Freiberger Brauhaus hier in meiner Ostdeutschland-Serie von Probier TV gibt es für dieses Bier 3 von 5 möglichen Punkten für das Freiberger Pilz aus dem Freiberger Brauhaus zu Freiberg. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sag danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, was es dann zu verkosten gibt, aus welchem Eckchen Ostdeutschland. Das werden wir dann morgen sehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Abo nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.